Dürfen orthodoxe Christen ihr Blut oder ihre Organe spenden? Kurzum, ja. Das ist nicht nur erlaubt, sondern auch eine gute Tat für unsere Nächsten. Denn durch eine solche Spende rettet man anderen Menschen das Leben, was in der Bibel immer hoch geschätzt wird. Auch gegen eine Bluttransfusion hat die Kirche nichts einzuwenden. Manchmal kann man für eine Blutspende eine Aufwandsentschädigung bekommen. Das ist ebenfalls in Ordnung. Bei Organspenden ist die Kirche der Meinung, dass diese immer freiwillig sein müssen. Niemand darf zu einer Organspende gezwungen werden. In Deutschland gibt es den Organspendeausweis, in dem man angeben kann, ob und welche Organe man spenden möchte. Hat man seinen Willen zur Organspende nicht in einem solchen Ausweis oder in einer Patientenverfügung formuliert, entscheiden im Fall eines plötzlichen Ablebens die nächsten Verwandten, ob Organe gespendet werden sollen. Die meisten Organe können erst nach dem Tod gespendet werden. Die Kirche besteht darauf, dass das Leben eines Menschen nicht verkürzt werden darf, um an seine Organe zu kommen. Das ist in Deutschland jedoch genauso geregelt. Organe dürfen erst entnommen werden, wenn ein Arzt den Tod festgestellt hat. An dieser Stelle wurde ich bereits mehrfach mit der Frage konfrontiert, wie sicher man sich auf das ärztliche Urteil verlassen kann. Viele Menschen haben die Angst, dass sie doch eine Chance zum Weiterleben hätten, obwohl ein Arzt den Tod bescheinigt hat. Das ist verständlich, denn jeder Mensch möchte leben. Man klammert sich oft an die kleinste Hoffnung. So wurden mir in dem Kontext Geschichten von Menschen erzählt, die für tot erklärt und sogar schon begraben wurden, dann aber plötzlich aufgewacht sind. Ob es solche Scheintodsituationen gibt, weiß ich nicht. Aber selbst wenn, ist das nicht die Regel, sondern die allergrößte Ausnahme. Sich auf Grundlage dieser kleinen Hoffnung gegen eine Organspende zu entscheiden, ist unvernünftig. Besonders für einen Christen. Denn zum einen sollten Christen keine Angst vor dem Tod haben, da wir das Leben in der Ewigkeit mit Christus erwarten. Zum anderen glauben wir an die Vorsehung Gottes, daran, dass Gott sich um uns kümmert und über uns wacht. Wenn wir leben sollen, wird der Herr das schon arrangieren. Und wenn es für uns Zeit ist zu gehen, können wir nichts dagegen tun. Und zum Dritten, wer durch eine Organspende einem anderen Menschen das Leben rettet, folgt dem Gebot Christi. Größere Liebe hat niemand als diese, dass einer seine Seele einsetzt für seine Freunde. Selbst wenn jemand durch eine Organspende ein Risiko eingehen sollte, wird vom Herrn dafür im Himmel belohnt werden. Der Handel mit Organen wird von der Kirche natürlich missbilligt. Laut dem Sozialkonzept der russisch-orthodoxen Kirche dürfen Organspenden von lebenden Menschen nur auf freiwilliger Basis erfolgen und nur dann, wenn der Spender aus der Liebe und dem Mitgefühl zum Nächsten handelt. Wer also einem kranken Verwandten eine Niere spenden möchte, kann das machen. Eine Niere für 100.000 Euro zu verkaufen, geht jedoch nicht. Unser Körper gehört zwar uns, wurde uns aber von Gott geschenkt, damit wir leben. Und mit diesem Geschenk sollen wir entsprechend ehrfürchtig umgehen und nicht handeln. Im Wortlaut heißt es in dem Sozialkonzept: Die Kirche ist der Ansicht, dass die Organe des Menschen nicht wie Gegenstände des Kaufs und Verkaufs behandelt werden dürfen. Die Transplantation von Organen eines lebenden Spenders setzt unbedingt die freiwillige Selbstaufopferung mit dem Ziel der Lebensrettung eines Mitmenschen voraus. In diesem Fall kommen durch die Einwilligung zur Explantation die Liebe und das Mitleid zum Ausdruck. Letzteres verlangt jedoch, dass der Spender über potenzielle gesundheitsgefährdende Folgen der Organentnahme umfassend aufgeklärt ist. Eine Explantation, die mit einer unmittelbaren Lebensbedrohung für den Spender einhergeht, ist moralisch nicht zu rechtfertigen.